und ein Anruf vom Display. Fünf neue Tunes und ein Mixtape. 10 Jahre live in dem Game unterwegs und die Heads animiert wie bei Disney. 20 Releases geplant und gemacht, talentiert wie dieser Herr Ripley. Fulltime Job, eine Fam und die Kunst, aber trotzdem relaxed wie ein Hippie. Mein Leben ist von Scheiben geprägt und ich rede nicht von Keks oder Frisbee. Musik ist noch immer die Droge für mich, wie das Weed oder Ace oder Whiskey. Ich hab einen Lehrauftrag, sieh zu, wie ich dunkles belichte. So sehr meiner Zeit voraus, für mich ist die Zukunft Geschichte. Keiner clasht oder disst mich und kein einziger Neider erwischt mich, weil sie wissen, wie sehr dope meine Parts immer sind und kein einziger Vierzeller trifft mich. Sie erkennen meinen Mehrwert sofort und sie werfen nur fertig die Nerven von Bord. Sie bekennen sich zu Serienmord, aber sie, die Kritik ist vernichtend. Big Beater legt ein Brett auf den Tisch, dass du merkst, wie entsetzlich es ist. Wie viel Schrott viel zu oft in dein Kopf drinnen steckt, wenn du längst nicht mehr selbstständig dickst. Und wofür ich das mach, für die Lines, die ich schreib, für den Beat und den Bass. Für die Live-Shows, nur für den Spaß, für das unheimlich dope Gefühl, das ich hab. Wenn ich spit, wenn ich's kick, wenn ich Synths einspiele und das Mikrofon rip. Wenn ich's drop, wenn ich's drop, wenn ich Drums im Pattern reinklopf. Alle meine Hater heben den Kopf, denn ich backe Chancen beim Shop. Und ich hebe nebenbei eben federfrei jederzeit das Niveau. Die Tradition ist halt wie Mel Brooks. DIY ist, dass du selbst tust. Mein Ziel ist nicht Weltruhm. Kitsch und Kunst ist nicht dasselbe, euer Jeff Koons. Die Tradition ist halt wie Mel Brooks. DIY ist, dass du selbst tust. Mein Ziel ist nicht Weltruhm. Kitsch und Kunst ist nicht dasselbe, euer Jeff Koons.